Warte, ich hol kurz das Paket. Ich habe nämlich noch ein süßes Paket bekommen, was seit über einer Woche darauf wartet, ausgepackt zu werden. Ich habe hier nämlich vom wunderbaren Hoopcraft-Team, den Süßen der Süßesten, habe ich ein wunderschönes Paket zum Geburtstag bekommen. Aber ich war ja zu meinem Geburtstag in der auf der Messe, ne? Und ich will natürlich das noch auspacken, ne? Dann schauen wir mal hier rein. Oha, sogar in Farbe gedruckt. Den muss es finanziell sehr, sehr gut gehen. Same procedure as last year, same procedure. Sprachenlernen. Bubble. Wie mittlerweile Tradition geworden, sende ich, nein, wir ein kleines Geschenkpaket zum Geburtstag. Denn dieses Jahr kommt das Paket nicht von mir allein, sondern gleich im Namen des Hoopcraft-Teams. Bevor ihr jedoch weiterliest, wäre es cool, wenn wir deine Reaktion auf die Überraschung sehen dürfen. So, gehen wir einfach hier hin. Vielleicht bist du ja demnächst live, machst ein kleines Unboxing oder kommst zum nächsten Team-Meeting. Wir würden uns jedenfalls riesig darüber freuen. Nun zurück zum Thema. Neben essbarem Verpackungsmaterial befinden sich im Paket auch noch ein paar Geschenke. Essbares Verpackungsmaterial? The fuck? Okay, Joke beiseite. Moment. Hallo. warte mal, ein paar Geschenke, die sind alle nummeriert. Pack also am besten immer zuerst das Päckchen aus und lese darauf folgend den Text. Okay, erst Päckchen, dann Text lesen. Ich bin dabei. Du musst den Karton essen. Eine Delikatesse, Amazon-Paket. Nice, Klebeband noch dran. Kann man nicht so schön reinbeißen. So, jetzt muss ich die 1 finden. Warte mal. Ist das hier die 1? Bro, hier ist die 1. Seht ihr sie? Also ich habe eine ganz starke Vermutung, was das ist. Also ich sag's einfach offen und ehrlich. Es fühlt sich an wie ein Handball. No way! No way! Das ist einfach der Europameisterschaftsball von diesem Jahr. Oh Bro, ich habe jetzt hier einen Handball in der Hand, ne? Oh mein Gott. Oh, der fühlt sich so gut in der Hand an. Oh mein Gott. Hab ich jetzt wieder Bock, Handball zu spielen, ne? Mann, ich habe jetzt wieder richtig Lust, Handball zu spielen. Bro, der sieht richtig geil aus. Der sieht richtig cool aus. Oh, Wahnsinn, mega stark. Ich muss mal gucken, ob ich den selber behalte. Weil irgendwie denke ich mir auch am Ende des Tages, wäre es doch fast so schade, wenn der einfach nur rumliegt. Aber auf der anderen Seite, der sieht halt echt fucking cool aus. Aber ich komme halt kaum noch zum Handballspielen, ne? Ob ich den vielleicht meinem Dad schenke oder so, dass er im Handballtraining nutzt. Aber ich will ihn irgendwie auch ungern hergeben, weil der echt epic aussieht. Ich überlege mir das noch. Okay, aber jetzt muss ich den Text dazu lesen. Einen Moment. Das Größte direkt zum Anfang, weil dieses Jahr die Handball-EM in Deutschland stattfindet und du leidenschaftlich Handball spielst, gespielt habe, haben wir uns dazu entschieden, passenderweise einen EM-Ball mit ins Paket zu legen, auf das er dieses Jahr in vielen Freizeitmatches zum, no pun intended, Ball kommt. Also eigentlich müsste ich mindestens einmal in die Halle einfach nur, wenn Tim zu Besuch kommt, dann spielen wir mit dem Ball Handball und haben nach 20 Minuten beide einen Kreuzbandriss. So, okay. Warte mal, hier ist eine 3. Das sieht mir sehr nach einer 2 aus. Okay, hier sind überall so kleine Tic-Tac dran. Aber die darf ich erst ab Utopia essen. Auch Tic-Tac haben leider Zucker beinhaltet. Das wirkt wie eine Real Talk, das wirkt wie eine Amiibo. Ist das eine Amiibo? Ich finde es immer so geil zu raten. Ey, es macht wieder so Spaß. Ey, wirklich Kuss für dieses Geschenk. Ich freue mich riesig darüber. Ist das eine Amiibo? Das ist eine offizielle TOTK Amiibo. Es passt einfach so perfekt zum heutigen Stream. Let's go, Poggies. Ey, die sieht richtig cool aus. Die sieht mega stark aus. Voll geil. Die wollte ich auch schon immer haben. Dachte ich mir, Hike. Dachte ich mir. Hast du nicht bekommen bei Saturn, als du letztens warst? Oh, warte mal, da gibt's noch eine 3. Moment mal, 2 und 3. No way, gibt's 2 TOTK-Amiibos? Bruder. Mashallah, die Hübsche. Aber sie sieht ein bisschen weinerlich hier oben aus. Ich würde auch weinen, wenn ich mich in einen Drachen verwandle und im Spiel 20 Mal gesagt würde, ey, wenn du dich in einen Drachen verwandelst, wirst du dich niemals zurückverwandeln können. Dann würde ich auch so gucken. Da du dir inzwischen Tears of the Kingdom nochmals eine Chance gibst, mögen dir Link und Zelda höchstpersönlich eine Unterstützung sein. Auch wenn sie als Amiibos wohl nicht mehr viel können, als schick im Regal zu stehen. Solltest du schon im Besitz der beiden sein, so verschenke sie doch gerne. Ich hab sie noch nicht. Okay, jetzt kommt noch die 4 und das ist, glaube ich, das letzte Geschenk. Und dann ist da noch einiges an Süßigkeiten drin, aber ich glaube, die darf ich noch nicht futtern. Da muss ich bis Utopia warten, dass ich die wieder futtern kann. Warte mal, ist denn Tic-Tac Zucker drin? Na, da ist keine Packungsbeilage drauf. Weil Lea gerade geschrieben hatte, da ist nur Süßungsmittel drin. Weil dann dürfte ich sie theoretisch essen. Schau mal nach. Das ist ganz flach. Das ist jetzt kein Heftchen oder so. Ein Umschlag. Ein Umschlag in einem Paket. So, und was ist jetzt hier drin? Hä, Bro, wie krass ist das denn? Hä? Einfach eine Handyhülle mit meiner Heimatstadt drauf. Aus Holz.
Das ist richtig graviert. Bro, da ist meine Straße. Ich sehe sie. Hä, Digga, wie krass. Da ist doch die Straße meiner Eltern. Bro, das ist ja mal so cool. Markier mal, wo du bist. Adresse geleakt. Doch, es kann auch gelasert sein. Ich glaube, es ist schon gelasert. Ich glaube, du kannst es gar nicht so so gravieren. So, aber also da ist schon Relief drauf. Das ist nicht nur gefärbt. Da geht's wirklich ins Holz rein. Oh mein Gott, das muss ich jetzt gleich hinmachen. Ich habe mir eh überlegt, ob ich eine neue Hülle brauche. Du bist ein König, Nick. Du bist ein König. Meine andere ist schon sehr, sehr schmutzig geworden. Wow. Wow. Ey, ein riesiges Dankeschön. Unfassbar. Unfassbar. Das sieht super schick aus. Das sieht richtig, richtig schick aus. Wannstatt München Tourvlog. Wenn ich irgendwann hier weggezogen bin demnächst, dann zeige ich euch nochmal meine Heimatstadt. Dann kann ich ja alles leaken. Dann bin ich ja weg. Klein, aber fein. Das trifft es hier wohl am besten. Wie du schon das ein oder andere Mal erwähnt hast, möchtest du demnächst aus deiner Heimatstadt statt München wegziehen. Bro, ich hab's gerade gesagt, ne? Damit dir das, wenn es dann soweit ist, vielleicht ein kleines bisschen leichter fallen wird, hast du nun ein einzigartiges Andenken an deine Kleinstadt. Hoffentlich passt die Hülle wie angegossen, denn somit hast du ein Stück Stadt München immer mit dir in der Tasche. Okay, das ist fucking süß. Das ist super, super süß. Vielen Dank. Das ist sehr schön. Das hittet. Mega cool, Mann. Da ein paar kulinarische Köstlichkeiten aber natürlich nicht fehlen durften, mussten auch dieses Jahr wieder ein paar Leckereien ins Paket. Bestimmt hast du gesehen, dass auch ein paar Süßigkeiten dabei sind. Wir hätten ja ein bisschen Salat ins Paket gepackt, aber wie du weißt, schrumpft davon bekanntlichermaßen der Bizeps. Da es mit deiner Wette aber wohl bei dem einen oder anderen schwer werden könnte, wirst du dich wohl noch ein bisschen gedulden müssen oder das Maid-Kostüm anziehen. Ansonsten hilft dir Alina oder jemand anderes bestimmt gerne dabei. Nichtsdestotrotz, zumindest die Schokolade solltest du dir definitiv etwas genauer ansehen. Sie ist nämlich eine von den guten. Digga, was? Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Das ist super cool. Das ist ja mal so cool. Aber ich habe auch gesehen, hier ist, glaube ich, ein Proteinriegel drin, oder? Let's go, Freunde. Proteinriegel darf ich essen. Den essen wir heute im Stream. Ansonsten haben wir hier noch so Tassenmuffins. Zwei Stück. Dann hier diese Pizza-Cracker. Die sind auch ultra lecker. Und einfach Ovomaltine-Kekse. Wie strong. Aber hier ist sogar noch ein Proteinriegel, Freunde. Na, die legen wir uns beide mal hier bereit. Ey, wie gut. Ey, riesiges Dankeschön. Liebe Hypecraft-Guys, ihr habt ein Wahnsinnspaket zusammengeschnürt, wo ich hinter jedem einzelnen Geschenk ein richtiger Gedanke war. Alles ist irgendwie super persönlich und schön und ich habe mich sehr darüber gefreut. Das war sehr, 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 sehr schön. Ich freue mich sehr darüber. Wahnsinn. Ultra geil. Und die Handyhülle, also die ist halt, die werde ich direkt nicht mehr abmachen. Also, ja, auch, dass ihr dann gedacht habt, ne, dass ich wegziehe und deswegen so ein Stück Heimat mitnehme. Ey, das ist schon das Krasseste. Da habt ihr euch mega, mega, mega Gedanken gemacht. Und ja, es ist schon emotional für mich, meine Heimatstadt demnächst zu verlassen. Also, darüber habe ich mich am meisten gefreut. Das macht mich fast ein bisschen sentimental.